One more. Yeah. Every day I got some fly shit on. Yeah. Keeping on black outfit on. I already bagged most of the chicks that you have been trying to. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League bei King Marv. Ich weiß, ich habe jetzt eine andere Anmoderation gemacht, aber mir egal. Wir klicken jetzt einfach mal auf Online-Spielen, suchen ein Spiel und machen das erste Einzelstandard. Machen wir das erste Einzelstandard? Wir machen das erste Einzelstandard, obwohl, wie viele sind in der Liste? Wir machen 3 vs 3, normal. Das normale, ganz normale. Ganz normale. Verbindung mit Spielzeug, alles klar. Müsste 2 Minuten dauern, alles klar. Dachte nicht, dass das so lange wäre. Aber gut. Vielleicht kommen wir schnell rein, vielleicht auch nicht. Ich habe aber eigentlich keinen Bock, mit so einem Dreier-Team zu spielen. Wir gucken einfach mal. Aber gut. Ich könnte in der Zeit irgendwas labern. Weiß nicht, was gibt es so Neues? Also, schulmäßig gibt es nichts Neues. Ist auch heute nichts Spannendes passiert irgendwie. Aber ich glaube, das wird auch nie Spannendes passieren da. Weil Schule einfach nur abgefuckt scheiße ist. Ja, sonst neue Infos gibt es jetzt so wirklich nicht. Außer vielleicht, dass ich oder ein paar Kollegen und ich haben einen Clan aufgemacht. Aufgemacht, ja, war richtig. Und so ein kleiner Gaming-Clan heißt dann nichts. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen oder halt alles klar, was hier ist los. Ich habe gerade so ein paar Ping-Probleme. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht mal vorbeiguckt. Teamspeak-ID schicke ich euch unten rein. Natürlich, nachdem ihr wisst, was das eigentlich ist. Und das werde ich euch natürlich jetzt safe jetzt erklären. Und zwar ist das so ein, also so ein ganz normaler, kleiner Clan, den wir groß aufziehen wollen. Mit so einem normalen Spielen wie GTA, Rainbow Six und so weiter, könnt ihr alle drauf spielen. Halt dass verdammt, dass ihr halt da Spieler suchen könnt oder so, mit denen ihr zusammenspielen könnt. Ihr könnt auch Teams in Counter-Strike oder so, die bei uns spielen, also richtige wirkliche Teams, die auch wirklich ja konsequent dabei sind, ja da irgendwelche Möglichkeiten in irgendwelchen Ligen abzusahen. So welche Teams halt. In einem bin ich selber drin. Und ja, da die spielen natürlich auch sehr auf dem Server und vielleicht könnte da jemanden beitreten. Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall full. Tut mir leid. Falls ihr da irgendwelche Hoffnung habtet. Nein, Spaß. Nein, wir sind auf jeden Fall voll. Und ja, es gibt auch noch andere Teams, die gerne beitreten könnt. Und also ich würde mich auf jeden Fall irgendwie freuen. Link, also wie gesagt, TS IP schicke ich dann rein. Könnt ihr gerne drauf joinen, kann jeder drauf joinen, der gerne möchte. Ist vollkommen frei. Ja, was noch so kommt, so wirkliche Infos kann ich jetzt nicht raushauen, weil die ja noch irgendwie ein bisschen geheim bleiben sollen, was da alles passiert. Deswegen wäre es vielleicht auch gut, wenn ihr dann einfach mal reinschaltet und ja, mal guckt, was so abgeht. Also es ist auf jeden Fall ein cooler Clan. Also ich sag jetzt glaube ich so oft cooler Clan, aber egal. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig nice. Und ich muss auch sagen, also das, wie wir das jetzt zusammengestellt haben und so, ist gut auf jeden Fall geworden. Und was, wie wir gerade dabei sind mit allen ja, Kleinigkeiten und so, es ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall ein riesengroßes Ding. Und da würde ich mich natürlich freuen. Also, wenn ich euch da sehe irgendwie und ihr da irgendwelche Interesse habt, andere Mitspieler kennenzulernen oder halt sonstiges CSGO-Teams beizutreten, könnt ihr das gerne machen.
Also, ich erwarte euch freudig. Freudig mit großem Herzen. Mit großem Herzen erwarte ich euch. Und ja. Werden sehen, ihr kommt, wenn nicht. Könnt ihr dann sagen, ich wurde hier von Marvel, also von King Marvel, wurde ich da reingesponsert. Also ich bin seit reingesponsert, aufmerksam gemacht da drauf. Da seht ihr auf jeden Fall auf der safen Seite. Ich hab grad krasse Ping-Probleme. Und ich weiß nicht warum. Ob ich einen 128er Ping hab. Es ist echt. Überlegt das gut. Das kommt dann natürlich auch immer. In den besten Situationen kommt das natürlich dann. Ich meine, kann er nicht irgendwann anders kommen oder so? Nein, nein. Nur genau in den Situationen. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Mensch, da wollte ich jetzt so ein geiles Tor machen und dann geht's nicht. Oh, der ist noch nicht drin. Was machst du? Alter, ihr seid doch so inkompetent. Klar, ist. Yes. Dieses Team schon wieder. Wie viel kann man denn, ey? Ich mach gleich wieder ein 2 vs 2. Das liegt mir viel, viel besser. Ja, natürlich, natürlich. Schub ich mich doch weg, ey. Also, meine Laune sinkt gerade schon wieder. Kaum merkt, ich weiß. Na gut, Glanzparade. Manuel Neuer ist im Tor. Ich werde demnächst bei uns im Tor stehen. Ja. Dann werde ich einen nach dem anderen Ball raushauen. Natürlich nur mit dem Auto. Ja? Ist ganz klar. Ganz klar. Mit Auto Raketenboost. Aber ja, geht, okay, das ist safer doch. Was schon allein dieses Team, ey. Nee, keiner muss hinten oder so defenden. Nein, nein. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so inkompetent in ihm sein? Ja. Hat gar keinen Spaß gemacht, ey. Ich mach wieder ein 2 vs 2. Das liegt mir besser. Viel, viel besser. Also, ja, fackeln wir auch nicht lange. Suchen wir das Doppel wieder aus. Hoffen wir mal, dass wir schneller reinkommen. Ja, das wieder. Ja, da sind wir auch direkt im Spiel drin. Ja. Was gibt's noch so weiter? Auch nee, nicht die mehr. Ich hasse es. Was gibt's noch so weiter zu erzählen? Eigentlich habe ich euch schon alles erzählt. Was man so erzählen kann. Oh. Wir werden jetzt einfach versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und hoffen wir, dass wir das auch tun. Also, dass wir vielleicht mal ein kompetentes Teammitglied haben, was uns in jeglichen Situationen unterstützt. Ja, da wäre auf jeden Fall der Team. Aber er hat wahrscheinlich, ja, er hat den verteidigt. Okay, er ist cool. Er verteidigt den. Also, ne? Ist mal einer, der
verdammt. Oh, da kriegt er ihn selber da raus. Verdammt. Ja, das war gut von Ezio. Ezio. Oh nein! Nein! Das war richtig schlecht von mir. Der hätte so 100% rein sein müssen. Also, da reden wir nicht von... da reden wir von müssen, ja? Der muss sitzen, sowas. Alexi Bexi. Ich nenne jetzt Alexi Bexi. Hat aber alles im Griff. Ach, das gibt's doch nicht! Was ist das? Ja, egal, der geht safe weg. Ist auch cool für uns, jetzt ist der Ball weg. Aber er verteidigt wieder. Das ist ein guter Teammate. Der kann das auf jeden Fall. Also der realisiert auf jeden Fall was. Das war jetzt nicht so gut. Muss ich schnell finden. Aber er ist der. Ja, nice. Nice. Ja. Mach. Komm. Komm, mach es. Nein! Das kann nicht wahr sein! Okay, er hat ihn. Oh. Ja, das war ein Fehler von uns. Obwohl, nee, der geht rüber. Als wenn das Tor verflucht wäre. Also würde ich auf keinen von den Seiten möchte der Ball rein. Egal. Umso besser für uns. Umso schlechter für uns. Oh, nice. Ich trotzdem. Nein. Ach, danke. Oho. Oho. Nein. Nice. Oh. Es kann nicht wahr sein! Wieder so in der letzten Sekunde, also irgendein Tor für uns. Aber ich hoffe nicht unser auf jeden Fall. Das wäre nämlich schade. Ich will nämlich heute mal ein Spiel gewinnen. Also heute bin ich voll dabei. Also gut dabei. Und eins zu gewinnen. Ich hoffe, ich werde auch eins gewinnen. Mit eurer Unterstützung. Nein. Hold. Das war schon eng. Das war eng. Sorry, Alexi Betsy. Da werde ich weggesteuert. Dann kann ich es machen. Das war mein Fehler. Na, es tut mir leid. Das tut mir leid für ihn, ey. Mann, wir haben so gut durchgehalten. Und dann... 10 Sekunden noch. Es wäre unsere letzte Chance gewesen. Mann, es kann nicht was. Fuck, Alter. Na gut, mit dieser
unsinnigen Sensation beende ich dieses Spiel. Wir wurden downgerankt. Toll. Naja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Habt einen schönen Tag noch. Bis dahin. Da ist kein Like da. Haut auf jeden Fall rein. Ich werde jetzt einfach richtig depressiv dieses Video hier beenden, indem ich noch diesen Spieler suche. Und der aus Frankreich kommt, der besser als wir sind. Jetzt bin ich noch deprimierter auf jeden Fall. Naja, bis dahin, haut rein. Tell me pretty lies.